Hallihallo, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dragon's Prophet. Ja, als erstes muss ich mich entschuldigen, dass es letzten Donnerstag kein Video gab. Aber wie ich schon im anderen Video erklärt hatte, war die Woche davor schon relativ aufregend. Und die Woche jetzt, also die letzte Woche, war jetzt auch nochmal relativ aufregend wegen meiner Schwester. Da sie da leichte gesundheitliche Probleme hatte mit der Schwangerschaft, die etwas kritisch wurde und daher sie jetzt einen Notkaiserschnitt bekommen hat. Dadurch war das halt so alles ein bisschen aufregend und beide sind aber wohlauf. Meine Schwester und mein Neffe sind also alle beide wohlauf. Den Umständen entsprechend geht es den beiden auch soweit ganz gut. Und deswegen hatte ich auch leider nicht geschafft, noch irgendwie zwischendurch das Video aufzunehmen, da denn noch ein bisschen Stress auf Arbeit gab. So, deswegen gibt es leider erst jetzt wieder Montag wieder eine. Wenn ich es schaffe und wenn ich die Zeit jetzt noch dazu finde, mache ich 3 Folgen die Woche. Und dann haben wir die zumindest nachgeholt. Aber wie gesagt, nur wenn ich es schaffe, bitte nicht sauer sein, aber ich werde sie irgendwann wiederholen. Also sprich, es gibt dann irgendwann 3 Folgen für eine Woche und dann gucken wir mal, wie das denn Ganze so läuft. So, jetzt juckt mein Ohr natürlich. Und ich hatte gesagt, wir machen jetzt wieder Quests. Wir haben jetzt uns genug mit den Berufen auseinandergesetzt. Ihr wisst ungefähr, wie das Ganze funktioniert. Ich muss mir echt dringend in den Arsch treten, dass ich hier mal die Berufe nebenbei offscreen ein bisschen hochlevel und die ganzen Drachen hochlevel und die mir meine Sachen zusammensuchen, die ich brauche, damit wir auch unsere Berufe weiterhin ausüben können. Apropos, ich kann natürlich gleich mal die Drachen hier machen und der kriegt hier, das ist gut. Wir brauchen nämlich immer 2 verschiedene Kräuterchen. Momentan erstmal, die werden wir jetzt so machen. Dann brauchen wir Erze brauchen wir eigentlich erstmal nicht, deswegen machen wir hier Hackfleisch. Brauchen wir nämlich auch immer relativ viel für Heilungstränke. Und dann nochmal Frischfleisch noch dazu. So. Ah, verdammt, jetzt habe ich nur 1 Stunde gemacht. Verdammt! Dann machen wir 2 Stunden daraus, ist egal. So. Dann haben wir das zumindest, weil ich das auch offscreen jetzt nicht geschafft habe, da irgendwie mal ein bisschen was hinzuzaubern. So. Dann gucken wir mal, wo wir unsere Quests haben und dann erzähle ich euch mal, was jetzt in der Woche seit heute, also für mich ist es morgen, für euch ist es heute. Oder schon vorbei, je nachdem, wann ihr das Video guckt. Aber wenn ihr das Original auf dem Erscheinungsdatum guckt, dann ist es für euch heute. Beginnt nämlich die Evergreen Week 2015 in Aurazia. Und da gibt es viele Sachen, jeden Tag eine neue Sache, die kleine Aktion, die gemacht wird, die also kleine Events. Und da will ich euch mal ein bisschen erzählen, beziehungsweise vorlesen. Ich habe mir auf meinem Tablet die ganze Woche mal aufgelistet, was wann kommt. Und dann kann ich das euch so ein bisschen nebenbei gleich mal erzählen, wenn ich mir eine Quest rausgesucht habe, die wir dann mal veranstalten. So. So viel zum Thema dazu. Jetzt haben wir schon wieder 5 Minuten weggeplappert. Und jetzt müssen wir erstmal gucken, wohin gehen wir denn. Wir sind hier, Panzerdrache, bla bla. Rotschläger sind hier, da müssen wir auf die andere Seite raus. Dann machen wir das doch. Lichthimmel, Lotusdrache. Hä? Warum?
Ist ja, also wir müssen auf die andere Seite. Jumpen wir mal ein bisschen durch. Da ich jetzt am Samstag mal wieder überhaupt zum Zocken kam, hatte mir ein Kumpel erzählt, dass er in der Closed Beta für Heroes of the Storm ist, also dem, wie soll man es erklären, dem League of Legends Klon von Blizzard, der mich schon immer angefixt hat, weil League of Legends war und ist kein Spiel für mich. Also irgendwie, ich weiß nicht, ich habe das noch nie gezockt. Ich habe mir das noch nicht einmal runtergeladen oder sonstiges. Ich habe damit absolut wirklich nichts am Hut gehabt. Und dann kam halt, ja, haben wir unser Pferdchen hier. Wir müssen jetzt mal hier unsere Monster umreiten. Ich hoffe, wir sind überhaupt auf dem richtigen Weg. Ja. Und naja, jedenfalls, er sagt, er ist in der Closed Beta und ich soll doch mal nachgucken, ob ich auch in der Closed Beta vielleicht drinne bin. Wir reiten mal jetzt hier runter. Ist zwar ein bisschen unlogisch, dass ich das mit dem Pferd kann. So, wir reiten hier mal durch. Zack, zack, zack. Ach du Scheiße! Okay. Wir haben da ein kleines Problem, was ich natürlich nicht bedacht hatte. Jedenfalls habe ich dann dementsprechend nachgeguckt und habe festgestellt, ja, ich bin auch in der Closed Beta-Phase von Heroes of the Storm. Und da habe natürlich prompt mit meinem Kumpel zusammen angefangen, die Heroes of the Storm ein bisschen zu zocken, um mal zu gucken, wie das ganze Spiel denn bis jetzt aussieht, wie sich das spielt und was ich da machen kann und so weiter und so fort. Weil ich habe, wie gesagt, ist ja eigentlich ein Tower Defense Game, habe ich eigentlich absolut keine Ahnung. Und Heroes of the Storm hat mich auch nur so ein bisschen angefixt, weil es halt das Blizzard-Universum ist. So Helden sind hauptsächlich so aus dem Blizzard-Universum von StarCraft, World of Warcraft, Warcraft allgemein und so weiter und so fort. Und das hat mich so ein bisschen angefixt. Und das wollte ich sowieso mal ausprobieren, sobald es denn draußen ist. Und umso schöner, dass ich das in der Closed Beta schon spielen kann, weil das ist echt für meinen Geschmack ein cooles Game geworden bis jetzt. Ist wie gesagt zwar erst in der Beta-Phase, aber selbst die reicht völlig aus dafür, mal reinzuschauen, wie das ganze Game ist. Und dementsprechend gucken wir mal. Na, du sichern wir mal. Nichts da. Nichts Tolles drin. Schwarz. Schnabel. Syriak. So, du kommst auch gleich ran. So. So, weil wir natürlich Geständnisse von dem brauchen, die wir uns jetzt hier alle samt holen. Insgesamt 6 Geständnisse brauchen wir, 3 haben wir. Das ist schon mal ein großer Vorteil. Ich habe nur keine Lust, dass mich hier irgendein Gegner, weil ich hier durch die Gegend hampel wie so ein Hampelmann, dass mich hier irgendein Gegner hier noch von hinten überraschen kann. Dementsprechend mache ich auch diese Schwarzschnabel fertig. Ja, also jetzt mal zum Spiel zurück. Die Evergreen Week ist eigentlich eine kleine Feier, dass wir Osiris den kalten Winter in Aurazia überstanden haben und halt alles wieder grünt. Auch wenn ich ehrlich bin und nicht viel von dem Winter gesehen habe hier. Wäre natürlich so ein kleines Gimmick, wenn sie
weiß ich nicht, vielleicht dieses Jahr oder so noch so ein Patch rausbringen zum Winter hin, dass überall Schnee liegt und halt es doch ein bisschen kälter ist. Wäre natürlich ein Highlight, aber muss auch nicht sein. Aber ist auch egal. Jedenfalls dafür gibt's eine kleine Week mit vielen Events. Jeden Tag ein Event. Und zum Beispiel heute beginnt die Schnitzeljagd der Grünarm-Goblins. Für meinen Geschmack sagt der Titel schon alles, was da passiert. Dann am Dienstag, den 17. ist die Grüne Taverne eine geheimnisvolle und doch sehr lukrative Taverne, wo man ja Getränke zu sich nehmen kann, frisch gebraute Getränke mit einem kleinen Event, wo man poetische, steht das hier vielleicht auch? Trainiere schon mal deine. Der Poeten-Skills, genau. Das kann man da halt mitmachen. Am Mittwoch, den 18. ist Drache der Woche Spezial. Gibt es extra Gründrachen im Fokus, die man sich denn zähmen kann und so weiter. Hört sich interessant an. Ich werde wahrscheinlich aber nicht so viel davon sehen, weil ich die meiste Zeit wieder arbeiten bin. Leider. Oder ich dementsprechend andere... Ach verdammt, das war das Falsche. Wollte ich das fertig? Ich wollte einen Flugdrachen haben. Ah, habe ich überhaupt noch einen Flugdrachen am Mann? Ja, sehr gut. Ich wollte gerade sagen, habe ich keinen Flugdrachen mehr dabei? Das wäre kacke. Dann gibt's die Grüne Parade am Donnerstag, dem 19. Eine kleine Überraschung, diejenigen, die sie versäumen und eine niedrige Farbe verpassen würden. Falls du dich wunderst, deine Monitoreinstellungen sind völlig in Ordnung. Also dementsprechend denke ich mal, da gibt es irgendwie was Cooles mit viel Farbe und so weiter. Gucken wir mal. Vielleicht schaffe ich es mal am Donnerstag mal reinzugucken und einen kleinen Ausschnitt zu machen. Und am Freitag, den 20. bis zum Sonntag, den 22. gibt es das Glückswochenende. Was wäre ein Evergreen Week ohne eine glücksbringende Überraschung? Wäre das ganze Wochenende, erhaltet ihr überall in Auratia einen besseren Glücksbonus. Einen besonderen Glücksbonus. Das bezieht sich denn, denke ich mal, so wie meistens auf Loot von irgendwelchen Gegnern hier. Da können wir uns echt mal freuen, dass wir eventuell ein bisschen Glück haben beim Looten. Da wäre ich definitiv dabei bei sein, weil ich meistens auf dem Wochenende aufnehme, solange ich es schaffe. Ja, das war eigentlich die Evergreen Week. Ich weiß nicht, ob sie die länger machen oder ob sie die wirklich nur auf eine Woche beschränken. Bis jetzt ist es jedenfalls auf eine Woche. Manchmal werden ja solche Events dann auf 2-3 Wochen verlängert, weil sie gut angenommen werden. Lassen wir uns mal überraschen. Aber wie gesagt, ich versuch's mal am Donnerstag. Das hört sich irgendwie faszinierend an. Die Farbe zu machen. Also hier dieses, wie heißt es doch gleich? Ja, ich vergesse das doch. Die Grüne Parade. Vielleicht schaffen wir das, dass ich da für 2-3 Minuten mal mich einklinke und gucke, was da passiert ist. Wäre ein Highlight. So. Ja, das kann schon mal, genau, wir können uns schon mal aufsitzen. Wir brauchen noch mehr, wo ich noch nicht so ganz weiß, was sie. Da sind Haken, hier sind überall Haken. Warum bin ich daran vorbeigelaufen? Das sind Quests, die wir abgeben können. 2 Stück? Oh mein Gott! Wir müssen zurück. Das kann ich nicht auf mir sitzen lassen. Wenn wir schon Quests haben, die wir abgeben können, dann geben wir die auch natürlich ab.
Selbstverständlich. Aber es tut mir leid, so blöd wie es ist. An dieser Stelle müssen wir einen Cut machen. Und das ist eigentlich auch ein total geiles Bild so. wir haben unsere Folge schon leider wieder rumgequasselt. Wie gesagt, guckt die Woche ab und zu mal rein. Jeden Tag gibt es ein neues Event für das... für die Evergreen Week. Und ich werde dann versuchen, am Donnerstag mal reinzugucken, weil das ist, glaube ich, eins, was ich definitiv in irgendeiner Weise nachgucken kann. Und dementsprechend sehen wir uns dann am Donnerstag wieder, vielleicht zwischendurch oder am Wochenende dann nochmal, wenn ich schaffe, noch eine dritte Folge aufzunehmen, als Wiedergutmachung für die letzte Woche. Dementsprechend, wenn euch das Video gefallen hat, gebt ein Däumchen nach oben, schreibt Kommentare, darüber freue ich mich äußerst. Abonniert den Kanal, darüber freue ich mich am meisten. Und ansonsten sehen wir uns dann im nächsten Video. Bis dahin, euer Schröti, ciao!